Seine Gebäude fallen auf und vielleicht bald auch in Düsseldorf. Bjarke Ingels gilt als einer der größten Stars in der Architekturwelt. Und er soll Ideen entwickeln für das Areal, auf dem jetzt noch der Kaufhof am Wehrhahn steht. Damit hallo, willkommen zu Ihrer Lokalzeit. Grundstücksbesitzer Benko hat den dänischen Architekten ins Spiel gebracht. Und wenn wir uns mal anschauen, was der Mann bisher entworfen hat, können wir gespannt sein. Sieht aus wie Spielzeug? Ist aber Architektur. Typisch Bjarke Ingels. Gerne mit Grün, gerne verdreht bis abgedreht, wie ein Kraftwerk mit Skipiste. So kommen sie daher, die Entwürfe des 46-jährigen Dänen. Längst ist er mit Preisen überhäuft und hinterlässt mit seinem Team weltweit Spuren. So einer jetzt also für Düsseldorf? Das ist erstmal positiv, weil das ist wirklich ein toller Architekt. Der Planungsausschuss war ja auch schon mal in Kopenhagen und hat sich dort auch Gebäude von ihm angesehen, die beeindruckend sind. Also zunächst erstmal finde ich es gut und bin auch stolz drauf, dass Düsseldorf solche Namen anzieht. Aber auch solche Namen müssen sich mit dem Ort auseinandersetzen. Man kann nicht von außen kommen und sagen, ich habe die Welt gesehen, ich weiß, wie es geht, sondern das Geniale eines Architekten muss sich mit der Schönheit des Ortes verbünden. Oha! Es geht um die Schönheit dieser Ecke von Düsseldorf. Nicht die leichteste Aufgabe. Obwohl, ins rechte Licht gerückt, hat sie was. Und möglicherweise bekommt der Architekt richtig Platz, sich auszutoben. Wir werden heute auch definitiv im Planungsausschuss sagen, nicht nur planen für das eigentliche Grundstück, sondern zumindest Ideen entwickeln, auch für das, was ringsherum ist. Das könnte genau Bjarke Ingels Ding sein. Der neue Architekturstar legt Wert darauf, seine Gebäude der Umgebung anzupassen und den Menschen durch sie neue Perspektiven zu eröffnen. Es ist immer die Idee, der Welt und den Menschen etwas zu schenken, was es so noch nicht gibt. Das ist meines Erachtens die wahre Kraft der Architektur. Damit dürfte der Mann bei Düsseldorfs Planungsdezernentin punkten. Die stellt ganz klar, dass sie sich nicht von Namen blenden lässt, auch nicht von milliardenschweren Investoren wie Kaufhof-Eigentümer Benko. Das kann kein Investor einfach machen, was er will. Und das ist auch gut so. Denn alleine die Tatsache, ein Grundstück zu besitzen, berechtigt noch nicht, alles damit zu machen. Denn was uns wichtig ist, schauen Sie sich den Wehrhahn an, schauen Sie sich diese Situation an, die gehört den Menschen. Bürger und Politik sollen an der Planung beteiligt werden. Erst danach kann Ingels konkret Ideen entwickeln. Frühestens 2023 könnte dann hier ein Grundstein gelegt werden. Bis dahin gilt, Hauptsache kein Leerstand, daher muss schnell eine Zwischennutzung her. Egal, ob das nun was für Künstler ist oder ein Repair-Café für Elektronik dahin kommt oder eine Sport-Eventfläche dahin kommt. Was dann danach kommt, ob hoch oder weit, ob Handel, Wohnen, Büro oder Bürgertreff, alles noch offen. Die Architektur ist umso besser, umso flexibler sie ist, Antworten zu finden auf verschiedene Nutzungen. Kann der Ingels das? Der kann die Offenheit anbieten und wir hoffen darauf. Wenn er es nicht kann, dann muss ein anderer kommen und dann werden wir andere Lösungen suchen müssen. So, Herr Ingels, wir sind gespannt, ob Sie die Düsseldorfer einwickeln können.